Es ist so lustig, Leute. Kaum erzählt man ein bisschen was, was man vorhat, kommen die Leute und flößen dir Zweifel ein. Ja, vertrau mir, das ist doch nicht das Richtige und bla 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 bla. Zum Glück war ich noch nie ein Mensch, der sich von fremden Menschen hat lenken lassen. Ich habe eh schon immer mein Ding gemacht. Also komm und try me. Versuch dein Glück, versuch mir Zweifel einzureden, einzuflößen. Ihr müsst euch nur eines merken: Wenn Leute kommen und dir Zweifel einreden, dann sind sie vom Teufel. Sie sind vom Teufel. Gott würde dir niemals Zweifel einreden. Er warnt dich vielleicht, ja, vor irgendwas, aber er redet dir keine Zweifel ein und macht dir keine Angst. Für all die Leute, ja, vertrau mir, das ist nicht das Richtige. Du wirst dies, du wirst das, du bist nicht ich. Leute denken auch, wenn ich hier irgendwas sage, dass ich mir das gestern gedacht habe und heute dann preisgebe. was denkt ihr, wer ihr seid? Was denkt ihr, wer ihr seid? Das denke ich mir jedes Mal. Es ist lachhaft. Es ist einfach nur lachhaft. Es ist so lustig. Leute denken, sie kennen dich. Die Leute reden dir Zweifel ein und sagen, ja, vertrau mir, du wirst hier auf den Boden fallen und das ist ja auch nicht das Richtige und du rennst ja nur weg und da kannst du ja im Ausland auch nicht hier in Therapie gehen und deine Medis, Bro, was für Medis und was für Therapie? Erstmal, ich bin mein eigener Therapeut, zu mir kommen Leute, ja, jetzt kannst du sagen, oh, du bist so ein Ego, du bist so dies, du bist so das, zu mir kommen Leute und die wollen Hilfe. Ich bin stabil. So, ich brauche keinen Therapeuten. Ja, und wenn, dann finde ich einen. Ja, dann mache ich es auch genauso, wie ich das hier mit den Leuten mache und finde einen online, weil so findest du sehr schwierig, Mensch. Da bin ich euch ehrlich, einen Therapeuten so zu finden in Real Life ist schwierig. Dann lieber online und da gibt es weitaus bessere. Ja, erstmal. Zweitens, was für Medis? Was für Pharmaindustrie? Was für zum Doktor gehen und sonst irgendwas. Ich bin mein eigener Doktor. Ja, wenn ich irgendwas brauche, dann google ich, dann mache ich, recherchiere ich. Natürlich hier und da gehe ich mal zum Doc, wenn es sein muss. Aber ich war schon seit Jahren nicht mehr beim Doktor. Das mal so zum Thema, ja? So die Leute, die kommen mit jedem Mittel wollen sie dir Zweifel einreden, mit jedem Mittel wollen sie dich zum Nachdenken, zum Grübeln bringen. So, oh, ist das wirklich das Richtige? Geh in dich und hinterfrag, Bro. Du denkst auch, wie gesagt, ich habe mir das gestern gedacht und dann gehe ich halt in, ja, ich will das Land oder so. Ich mach das jetzt, Bro. Die Leute, die denken, die kennen dich, ja, haben jetzt ein Video gesehen, vielleicht, keine Ahnung. Und dann schreiben die was. Hey, alles Werkzeuge des Teufels. Deswegen hört niemals auf Menschen, wenn sie euch Zweifel einreden. Ihr habt jetzt beispielsweise eine brutale Business-Idee, ja? Ihr habt jetzt eine richtig gute Business-Idee. Hätte ich auf Leute gehört, hätte ich mit The Soul Channel nicht weitergemacht. Damals haben mir die Leute schon gesagt, oh, das wird doch nichts. Online hier, Coach, YouTube, mit YouTube kriegt man kein Geld, mit YouTube wirst du nicht erfolgreich. Okay. Paar Monate später, was ist passiert? Monetarisiert. Ich hab's alles wahrgemacht. Also, ihr kennt mich nicht. Ihr kennt mich nicht. Ihr denkt, ihr kennt mich. Ihr kennt mich nicht. Ihr kennt mich nicht. Ihr kennt mich sowas von nicht. Und das ist immer das Lustige bei den Menschen. Die denken, die wissen, was die reden, aber dabei haben die keine Ahnung. Und so arbeitet der Teufel. Der macht nicht richtige Recherchen oder sonst was. Er greift einfach nur an. So, er greift einfach nur an. So, bumm, hier bin ich. So, okay, ich bin auch hier. Let's get it. Come, let's go. Try me. Try me, Mother. Try me. Try me. Come, let's go. Let's get it. Zeig, was du kannst. Ich zeig, was ich kann. Aber ich bin mir sicher, du hast nicht das, was ich habe. Es ist lustig mit anzusehen. Du gibst Sachen preis. Das zeigt wieder, Leute, gib nicht so viel Preis. Ich habe einen Fehler gemacht und ich gestehe es mir ein. Ich hätte es nicht preisgeben sollen. Ich hätte es einfach machen sollen dann. Aber ich mach's eh. So, mich führt nichts mehr dran vorbei. So, mein ganzes Leben lang habe ich mir schon diese Gedanken gemacht, ja, dass ich meine Ziele, meine Träume verfolgen will, dass ich hier das Land verlassen will. Was weiß ich, schon seit ich klein bin. Ja, dann habe ich 2022 einen Urlaub gemacht.
nach Spanien, nach Alicante und habe mich direkt verliebt. Hab mir gesagt, irgendwann lasse ich mich hier nieder. Und was ist? Der Schritt kommt. So, jetzt habe ich wieder den Fehler gemacht und sage wieder, oh, Schande über mich. So, nee, ich halt's aus. Ihr, wenn ihr mental nicht so stark seid, wenn ihr euch selbst nicht so motivieren könnt, wenn ihr nicht dagegen so ankämpfen könnt, dann gebt nichts preis. Gebt nichts preis. Aber wenn ihr eh entschlossen seid, ich bin ein sehr entschlossener Mensch, wenn ich mir was in den Kopf setze, ich bin entschlossen und dann mache ich das. Ja, so war ich schon immer. Aber wenn ihr, das ist kein Angriff jetzt gegen euch, ich sag einfach nur als brüderlicher Rat, wenn ihr beispielsweise nicht so mental stark seid und nicht so entschlossen seid und immer noch zweifelt und sowas, dann sagt nichts. So bei mir, ich zweifle schon gar nicht mehr. Es ist schon gar kein Zweifel mehr da. Es ist jetzt einfach nur noch, ey, du musst hier weg. Du musst hier weg. Aber es ist immer so, sobald du dich verändern willst, sobald du etwas verändern willst, kommt der Teufel und flößt dir Zweifel ein. Ah, willst du das wirklich verändern? Willst du das wirklich tun? Ist das wirklich das Richtige? Ist das wirklich das, was du willst? Ah, du wirst auf die Schnauze fallen. Ah, du wirst fallen. Ah, und macht dir dann Angst. Und er schickt dir die Werkzeuge des Teufels. Er schickt dir seine Dämonen auf den Weg. But I'm used to it. Deswegen, come and try me. Ganz ehrlich, versuch dein Glück. Versuch mich so zum Zweifeln zu bringen. Versuch mich aufzuhalten. Versuch mir Angst zu machen. Aber eines ist klar: Du wirst scheitern. Du hast schon gescheitert. Schon wo du angefangen hast, hast du schon gescheitert. Da bist du schon gescheitert. Wie auch immer. Schon wo du diesen Text geschrieben hast, hast du gescheitert. Deswegen, ihr müsst euch einfach nur merken, Gott würde euch niemals Zweifel einreden. Niemals. Gott ist kein Zweifler oder sonst irgendwas. Ne, der redet die Wahrheit, ja? Und offenbart sich dir, er öffnet dir die Augen, er gibt dir Möglichkeiten, ja? Aber der Teufel kommt, macht Möglichkeiten kaputt. Er macht dir Stress und Probleme. Er macht dir Sorgen, er macht dir Angst. Er gibt dir Zweifel. Ja, und will, dass du aufgibst. Er will, dass du aufgibst. Und ich merke in letzter Zeit die dämonischen Attacken hier. Ich merke in letzter Zeit sehr viele teuflische Attacken hier. Nicht nur hier im Channel, auch so im Real Life. Ja, gestern, ich bin gefahren, einmal. Was weiß ich, ich leg mich ab, mein Akku ist fast kaputt gegangen vom Bike. Dann ich fahre nach Hause, auf einmal hatte ich einen Platten im Reifen. Dann muss ich den noch reparieren. Hatte ich die Live-Session wieder mehr nach hinten verschoben. Lauter solche Dinge. Man merkt einfach, wenn man etwas verändern will, dann scheint es immer so, und es ist nicht nur ein Schein, es ist wirklich so, dann ist es immer so, wie als würde jetzt alles gegen dich so sich forcen. So das ganze Leben ist dann gegen dich. Aber habt keine Angst, Leute. Hab keine Angst, so arbeitet immer der Teufel. Am Anfang, du willst dich verändern, auf einmal deine ganze Familie kommt gegen dich. Dein ganzer Freundschaftskreis kommt gegen dich. Alle kommen gegen dich. Oh, willst du das wirklich tun? Oh, das ist doch nicht das Richtige. Oh. Und alle stellen sich gegen dich. Aber mach dir bewusst, das ist nicht von Gott, das ist vom Teufel. Der Teufel will dich zweifeln sehen. Er will dich scheitern sehen. Er will dich nachdenken sehen, so grübeln, so negative Gedanken, aber so, soll ich das wirklich tun? Soll ich das wirklich tun? Ich lese die Nachrichten hier und ich lache mich kaputt. Ich lache mich kaputt, wenn ihr es wissen wollt, kleine Grasshopper. Komm und mach mir Zweifel und sonst irgendwas. Versuch dein Glück. Oh, vertrau mir, was? Wem soll ich vertrauen? Ich kenne dich nicht mal, Bro. Wer bist du? Irgendein Wannabe im Internet, irgendein Keyboard Warrior. Oh ja, geh erstmal in dich und hinterfrag dich selbst, was richtig ist. Du rennst ja nur hier vor deinem Problem weg. Hier sind meine Probleme und ich muss hier weg. Also, es ist immer, wenn du dein Umfeld verlassen willst und höher hinaus aufsteigen willst, wer wird der Teufel kommen, wird seine Minions schicken, um dir Zweifel einzuflößen, damit du schön derselbe bleibst oder dieselbe, ja. Damit du schön derselbe bleibst. Weil der Teufel will nicht, dass du dich veränderst, weil er genau weiß, was da draußen auf dich wartet, alles für Segnungen. Da draußen warten lauter Segnungen auf dich. Hier draußen. Guck da raus. Hier draußen warten lauter Segnungen. Aber du bleibst hier drin.
in deinem alten Umfeld, wo sich nichts verändert, und da draußen, wo es jetzt auch gerade so wunderschön aussieht, all im Schnee, da draußen sind lauter Segnungen. Und wenn du nicht endlich rausgehst und dir das nimmst, was dir zusteht, wird dir Gott niemals deine Segnungen vermachen. Er wird dir es niemals geben, so, ey, er wird dir es immer verwehren. Okay, du bleibst im selben Umfeld, da bleibt alles gleich. Aber verlass mal dein Umfeld und auf einmal merkst du, wow, okay, das hat sich verändert, hier hat sich was verändert, da hat sich was verändert. Es ist immer dasselbe. Du willst besser werden, du willst dein Umfeld verlassen, du willst etwas verändern, dann kommt der Teufel mit seinen Minions, mit seinen Gefolgsleuten, mit seinen Dämoninis, ja, und flößt dir Zweifel ein. Oder versucht dir Zweifel einzuflößen. Das ist lächerlich. Deswegen, wenn du nicht gerade ein Mensch bist, der mental sehr stark ist und entschlossen, du musst sehr entschlossen sein. Ja, warum mache ich denn? Wenn du nicht gerade sehr entschlossen bist, dann kann dich der Teufel auf jeden Fall aufhalten, und er wird dich aufhalten, er wird alles versuchen. Aber wenn du eh schon entschlossen bist, dann kann nichts und niemand dich aufhalten. Deswegen, du musst jetzt hundertprozentig entschlossen sein. Willst du wirklich dein Umfeld verlassen? Willst du wirklich das Land verlassen? Willst du wirklich jetzt ausziehen? Willst du jetzt wirklich neue Dinge erleben, neue Dinge sehen? Willst du jetzt wirklich ein besseres Leben? Dann geh raus und verändere endlich was. Und höre niemals auf den Teufel, der dir sagt, der dich anschreit schon so, hey, nee, mach das nicht, du wirst auf die Fresse fliegen, nee, mach das nicht, das ist nicht gut, nee, 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 so. Hör nicht auf diese ganzen Zweifler, auf diese ganzen Naysayer. Hör nicht auf sie, denn sie wissen nicht, die wissen gar nichts. Oh, wie ist es dann, wenn du zum Doktor musst? Wie ist es, wenn du Medis brauchst und Antidepressiva? Bro, was ist mit diesen Menschen los? Was ist mit diesen Menschen los? Der Einzige, der mir helfen kann, ist Gott. Und die Bibel, das ist alles an Heilung, was ich brauche. Wenn ich das mache, ich gehe raus, ich fahre mit meinem Bike, ich brenne durch, ich hole die Bibel mit. Und ich lese auf dem Weg auch noch die Bibel. Und sie wird mich retten und beschützen. Genauso wie Gott mich auf dem Weg retten und beschützen wird. Also macht euch keine Sorgen, Leute. Für alle, die sich Sorgen machen, ich verstehe euch. Trotzdem, mein Entschluss, meine Entscheidung ist gefällt. Es gibt keinen Weg zurück mehr. Es gibt keinen Weg jetzt drumherum. Es ist jetzt so, wie es ist. Es ist jetzt so, wie es ist. Sorry, dass es jetzt im Hintergrund so ein bisschen unordentlich aussieht. Ich sehe es gerade, ja. Geht jetzt eigentlich noch so ein paar Zweiteiler, dies, das, ja. Nicht darauf konzentrieren jetzt. Die Message ist jetzt das Wichtige, weil immer hier Leute herkommen und die konzentrieren sich auf den größten Mist. Das hier soll dich ein bisschen empowern, ein bisschen motivieren. Deswegen hör zu. Und nicht jetzt hier abgelenkt und, oh, was das, was die. Das interessiert jetzt nicht. Ja? Das Ding ist immer, 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 wenn du dich verändern willst. In diesem Veränderungsprozess werden Menschen kommen, die versuchen, dich runterzuziehen, dich wieder zu deinem alten Ich zu bringen, die Angst zu machen. Nee, aber, weil die Leute Angst vor Veränderung haben. Die Leute haben Angst vor Veränderung. Ich hatte noch nie Angst vor Veränderung. Ich liebe Veränderungen, weil Veränderungen bringen Glück. Gleichbleiben bringt Unglück, Leute. Deswegen bleibt niemals gleich. Wenn ihr merkt, euer jetziges Ich geht euch auf den Zeiger, verändert euch. Wenn ihr merkt, euer jetziges Ich hält euch nur auf, dann verändert euch. Wenn ihr merkt, euer jetziges Ich gefällt euch nicht, dann verändert euch. Wenn ihr merkt, euer jetziges Ich ist schwach, dann verändert euch. Hört niemals auf den Teufel. Veränderung ist der einzige Weg. Gott will, dass wir uns verändern. Nur der Teufel will, dass wir gleich bleiben. Im selben Umfeld, im selben Schmerz, im selben Trauma, im selben Drama, in denselben Geschichten. Deswegen hört niemals auf den Teufel. Hört immer auf Gott, der euch die Downloads gibt und euch sagt, ey, jetzt muss es hier hingehen. Jetzt muss es da lang gehen. Jetzt musst du so werden. Jetzt musst du dies machen. Jetzt musst du das machen. Das ist Gott. Der Teufel aber kommt dann, wenn du dann diese Gedanken sagst und vielleicht auch offen sagst, dann kommen auf einmal Leute und sagen, ja, aber nee, aber mach das nicht, ja, hast du nicht Angst? Ey, denkst du mal nicht so, und, ja, was aber hiermit und was damit und was damit und was damit?
Das ist dann der Teufel, der dir dann so Angst machen will. Ja, aber was ist mit Geld? Ja, aber was ist mit Arzt? Ja, aber was ist, wenn du krank wirst? Ja, aber was ist, wenn das passiert? Ja, aber was ist, wenn dies passiert? Was, wenn du nicht mehr zurückkommen kannst? Was, wenn du dies? Was, wenn du? Laugh it off, ganz ehrlich. Ganz ehrlich. Lach mal herzhaft darüber. Lach herzhaft darüber und denk dir einfach dein Teil so, ey, okay, kleiner Minion, sag das, was du sagen willst. Wir wissen es besser. Und Gott weiß es besser. Wir brauchen keine Angst zu haben. Hab keine Angst vor der Veränderung. Ich weiß. Du hast Angst, du hast Zweifel und du hast Panik. Aber das ist jetzt nicht der Weg. Angst, Zweifel, Panik wird dich jetzt nicht retten. Nur Gott kann dich retten. Deswegen vertrau ihm. Vertrau ihm. Wenn er dir gesagt hat, oh, du musst jetzt diese Steps hier machen, dann vertrau ihm vollkommen. Er wird dich retten. Er wird dich beschützen. Dir wird nichts passieren auf diesem Weg. Dir wird absolut nichts passieren. Und hör nicht auf diese Dämoninis. Hör nicht auf diese Dämonen. Hör nicht auf diese Teufel da draußen, die dir Zweifel einreden wollen. Hör nicht auf sie. Gib ihnen nicht deine Aufmerksamkeit. Gib ihnen nicht deine Macht. Hab keine Zweifel. Ich weiß, leichter gesagt als getan. Aber manchmal muss man auch, wenn man zweifelt, es trotzdem tun, um zu sehen, ey, ich brauche eigentlich gar nicht zu zweifeln. Weil so wie ich mir das vorgestellt habe, wegen meinen Zweifeln, so ist es gar nicht. Denn oftmals, die größten Zweifel, die wir haben, werden sich niemals erfüllen. Weil die Zweifel kommen ja aus Angst. Ja, so, ah, was ist, wenn das passiert? Was, wenn dies passiert? Wenn es schief geht und bla bla. Oftmals ist es gar nicht dann so. Und es kommt besser, als wir denken. Deswegen habt keine Angst, Leute. Und hört nicht auf diese Naysayer. Denn das ist das, was die wollen. Die wollen, dass du gleich bleibst. Weil sie wissen, oh, du gleich bleibst, dann sind wir auf Augenhöhe, dann verstehe ich dich. Aber wenn du dich jetzt veränderst, ey, da verstehe ich dich ja nicht mehr. Da bist du ja besser. Und da bist du hier und ich bin hier. Und da, nein, nein, bleib hier. So, deswegen sind die so. Weil dann sehen, oh, nee, 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 der wird jetzt hier gesegnet. Nein, wir müssen den aufhalten. Ja, der Teufel macht gerade seine Intervention. Er macht gerade seine Intervention mit seinen Dämoninis. Der ist gerade richtig furios. Nein, wir müssen den aufhalten. Aber Gott arbeitet für dich die ganze Zeit. Auch wenn es gerade so aussieht, jetzt wäre alles gegen dich und alles läuft schief. Ich hätte auch ausrasten können wegen meinem Bike. Das ist jetzt nicht das erste Mal die Woche, dass ich einen Platten dann habe. Es sind neue Schläuche, zweimal einen Platten bekommen. Ja, mit den neuen Schläuchen. Das Ding macht auch nur Probleme. Hab mich abgelegt. Das Wetter ist hier unter aller Kanone. Nee, aber ihr wisst, was ich meine. Ja, ich könnte mich auch dauerhaft aufregen, aber was bringt das? Was bringt das? Was bringt das mich dauerhaft? Manchmal ich reg mich kurz auf, dann lasse ich das raus und alles gut. Aber denk nicht, ich bin jetzt hier so dauerhaft so Mr. Mean. Nee, überhaupt nicht. Für all die Leute, oh, ich sehe in letzter Zeit, du hast dir das zu Kopf steigen lassen mit deinem Coachings. Ich denke, du solltest mal eine Pause machen. Ich denke, du solltest mal aufhören. Ich denke, du solltest mal hier Stopp machen. So arbeitet der Teufel. Er will, dass du langsam machst. Aber Leute, wir sind in einem spirituellen Krieg. Was für langsam machen? Was für langsam machen? Wir können und dürfen nicht langsam machen. Es gibt kein langsam machen. Was bringt es dir jetzt, langsam zu machen? Die Welt dreht sich die ganze Zeit auch ohne dich weiter. Also wenn du langsam machst, mach langsam. Wir geben Gas. Let's get it. Gott ist mit euch. Peace.